Ich habe nur ganz kurz den Spielberater umgeblättert für die ersten Items, die wir hier bekommen werden. Ja. So, dann müssen wir erstmal hier nach unten. Und, ach ja, stimmt. Jetzt kommt ein etwas unangenehmeres Thema. Zumindest jetzt eventuell für die Zuschauer, die jetzt bei unserem Let's Play Titan Quest gerne gucken. Also wie gesagt, ich habe, also die jetzt schon das aufmerksam geguckt haben, haben erkannt, dass ich jetzt Titan Quest erstmal auf pausiert hinzugefügt habe. Das hat einen speziellen Grund, warum ich das jetzt gemacht habe. Und zwar, ja, das ist jetzt hier der Mother Brain Raum, wo wir hier beim ersten Teil im Intro das hier gesehen haben. Und zwar ist das der folgende Grund. Mein Let's Play Partner für Shushikun und ich, wir haben uns am Freitag, also vorgestern, haben wir uns ein bisschen gestritten gehabt, weil ich wollte unbedingt, dass er mit meinem zukünftigen Let's Play Partner XAD2011X sich kennenlernen. Und da hatte mein Let's Play Partner für Shushikun das irgendwie nicht richtig begriffen gehabt, wie ich das meinte mit dem Kennenlernen. Er hat, ja, er hat übers Let's Play gesprochen und das war nicht der Sinn der Sache eigentlich. Es war nett und schön, dass er das zu ihm erwähnt hatte, zu Adi, aber ja, ganz ehrlich, das war nicht das, was ich wollte. Und da, ja, haben wir jetzt erstmal den Morphing Ball. Und ja, wie gesagt, ich mache mal kurz auf Pause gleich, damit ich jetzt ein bisschen besser erklären kann, bevor ich jetzt hier weitermache. Also wie gesagt, er hatte das nicht so richtig begriffen gehabt, der für Shushikun. Und ja, da haben wir uns ein bisschen gestritten gehabt. Und dann war der Streit so extrem, dass ich auf 360 bzw. auf 400 war. Und dann habe ich zu ihm einfach gesagt gehabt, nee, also Toni, tut mir leid, aber ich muss jetzt erstmal aufhören. Ich brauche erstmal eine Pause von Titan Quest. Und das ist jetzt auch, glaube ich, eine etwas härtere Strafe für meinen Let's Play Partner für Shushikun. Aber damit muss er jetzt leben. Und ja, ich habe auch zu ihm gesagt gehabt, ich brauche wirklich jetzt erstmal eine längere Pause. Und zwar, ja, ungefähr brauche ich 3 bis 4 Wochen brauche ich jetzt erstmal eine Pause von Titan Quest. Also, es wird bis Ende Februar nichts geschehen bei Titan Quest. Deswegen habe ich zumindest das schon mal auf unter pausierte Projekte hinzugefügt. Mein Let's Play Partner hat das natürlich nicht gemacht, warum auch immer. Und ja, sollte das Toni jetzt auch mithören, ja, dann, ja, weißt du ja jetzt den Grund hoffentlich, warum ich jetzt erstmal eine Pause brauche von Titan Quest. Und ja, das war jetzt erstmal alles zu dem Thema von unserem Let's Play Together. Und jetzt geht's hier erstmal endlich wieder weiter. Also, wir haben den Morph Ball jetzt bekommen. Ja, ist logisch. Wir können uns halt hier zum Ball machen. So. So, dann bekommen wir hier unten schon die nächsten Items. So, und zwar sind das die Raketen. Jawohl, das ist gut. Und ich muss auch noch was sagen, ich habe alle Items, die im Spielberater sind, habe ich nummeriert. Und ja, damit ich die auch ein bisschen leichter finden kann und nicht so durcheinander komme. Und ja. Oh, shit, die kann sich hier nicht an den Kanten festhalten. Achso. Ah, auf Select. Okay, muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Okay, dann wollen wir mal hier durchkullern. Und ja, da ist wieder ein Auge, das uns scannt. Und hier sind die nächsten
Raketen. So, dann brauche ich... Das war jetzt Item Nummer 3. Und Nummer 4 ist... Okay, schon beim ersten Boss. Ja. Natürlich wird fast jeder Boss immer auch dementsprechende Items immer bewachen. Ja, und das wird halt unser nächstes Item beim ersten Miniboss. So, hier werde ich natürlich auch immer die Speed-Taste aktivieren. Beim Aufzug. Und jetzt sind hier Piraten. So. Haha. So. Aber wir müssen hier so oder so gleich zurück wieder. Ja, da müssen wir auch den langen Raum hier wieder machen. So. Nein, das war nicht gut. Nein, bleib doch da auf der Plattform, bitte, Samus. So. Ja, der Raum ist hier eklig. Wegen den Weltraumpiraten. Und da fällt mir gerade was ein, was mir da ein bisschen peinlich war bei der Testaufnahme von Super Metroid. Ich habe zu den Weltraumpiraten, was habe ich da gesagt gehabt? Luftpiraten, glaube ich. Ich weiß nicht, warum ich da gerade auf Luftpiraten kam. Keine Ahnung. Fragt mich nicht, lieben Zuschauer. Das weiß ich nicht. Nein, das sind hier die Weltraumpiraten, die eigentlich auch bei fast jedem Teil mitmachen. Oh Mann, die können aufregen, die blöden Weltraumpiraten. Und ich habe bei Metroid Fusion recht gehabt. Der Walljump hier bei Super Metroid ist wirklich viel angenehmer als in Metroid Fusion. Ja. So, und hier nach oben. So. Und hier sind auch die Gegner schon. Komische Stachelmonster, die wir natürlich auf uns Metroid Zero Mission kennen. Und da aktiviere ich mal auch die Raketen. Und ich weiß jetzt nicht, ob hier schon Items sind. Oder geht es jetzt hier schon zum Boss? Das kann auch sein. Ah, die Fliegen, die sind auch nervig. Nicht die ganz kleinen. Ich meinte jetzt die grünen, die wir jetzt gerade gesehen haben. Okay. So, ah ne, das war jetzt nur ein Kartenraum. Na okay, das ist gut. Dann sehen wir zumindest jetzt die Karte. Ja, und so sieht's aus. Da sieht man schon das Wrecked Ship, Maredia, Brinster und ja. Das sind halt ein paar Gebiete. So, dann dürfen wir hier wieder die Gegner machen, natürlich. Oh Mann, ich muss mich wirklich jetzt mal an die Steuerung wieder gewöhnen. Weil die Steuerung ist hier nicht so gleich wie bei den anderen Metroid-Teilen, die ich Let's Played habe. Nein, die ist jetzt hier vollkommen anders wieder. Haha, hab ich dich noch gekriegt, du nervige Fliege. So, ja. Ja, vielen Dank, Stachelmonster. Also wie gesagt, wir sind jetzt noch relativ schwach noch. Aber das ändert sich natürlich. Ist halt genauso wie bei den anderen Metroid-Teilen. Da ist Samus... Nein, das wollte ich nicht. Nochmal. Oh, muss ich wieder rein und raus wahrscheinlich. Da muss Samus halt ihre Fähigkeiten erstmal wieder erlernen. Und bekommen. Genau. Speichern. Vielen Dank. Ja, ich weiß, da unten gibt es schon das nächste Item, aber das kriegen wir jetzt noch nicht. Das weiß ich noch. Da brauchen wir erstmal die Bomben, die wir natürlich jetzt auch gleich bekommen werden. So. Ah ja, ich glaube, das ist hier. Ja, vielen Dank. Ja, und der Krümel hat mich natürlich auch noch gekriegt. Super. Ich hoffe, ich gehe richtig. Ja, super. Ah, da fällt mir gerade was ein. Genau. Ich muss ja hier erstmal
die Raketen aktivieren und jetzt nochmal die Fliegen machen. So. Ja, das sieht gut aus. Und das sieht scheiße aus. So. So, und das werde ich auch erwähnen. Ich werde zu jedem Bossraum natürlich auch immer ein Safe State aktivieren, auch falls das schief gehen sollte. Aber beim ersten Boss sollte es nicht so schwer werden. Und da haben wir die Bomben. Sehr gut. Und jetzt kommt der Boss. Weil wir natürlich die Bomben einkassiert haben, schließt sich jetzt die Tür und wir dürfen den Boss machen. Und das ist der braune Parasitenwächter. Warum sage ich jetzt braun? Ganz einfach, weil es später einen goldenen gibt. Und wir müssen hier den Bauch treffen. Oder auch den Kopf. Das ist egal. Okay. Scheiße, ich habe keine Raketen mehr. Ja. Super. Okay, er hat den Kopf verloren. Und das ist die Ridley-Musik.